Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play, Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ja, in der letzten Episode sind wir in diesen Wald angelangt, wo wir etwas verdammt disturbing herausgefunden haben, ja. Und zwar, die Shroobs, also die Aliens, benutzen die ansässigen Toads. Oh nein, verdammt. Die saugen ihnen die Energie ab und machen dann irgendwas damit. Das ist richtig schrecklich, wie das war und so. Und das wollen wir natürlich jetzt stoppen, weil, das geht so nicht. Aliens sind ja schlimm genug und sowas? Nee. So, ich frag mich, wie weit wir heute kommen werden. Wenn ich so weitermache, nirgendwo hin. Wir müssen die Bros-Attacken. Und wir nehmen. Verbrennung. Das könnte effektiv sein gegen die Blume, ja. Wobei. Versuchen wir mal das hier. Ding! So. Zack. 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 Na, geht doch! Ach, verdammt. 21 Schaden, das Ding lebt immer noch. Heilige. Aber ja, das war's. Luigi kriegt den Finishing Hit. Oder Baby Luigi. So. Also heute ist quasi die erste Episode jetzt drauf. Ich nehme hier die 7. auf und ich freue mich schon auf Kommentare. Ja? Hoffentlich findet ihr das Projekt genauso cool, wie ich es tue. Weil ich habe mich schon so übelst gefreut. Das Spiel. Und dass ihr das eben in der Virtual Console gesehen habt, weil ich like, oh, ich weiß, was mein nächstes Projekt ist. Und sowas ist immer hella amazing. Oh yeah. Oh. Okay, keine Gegner? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn da keine Gegner sind. Aber es ist halt immer so eine Sache. Komm, ja. Oh, Tatsache. Okay. Etnung. Ja, das waren jetzt alle. Okay. Und wieder raus. Babys! Na gut. Jetzt haben wir die Feuerchens aktiviert. Muss ich die jetzt da rausboxen? Muss ich die jetzt alle in die Mitte boxen? Bitte sag ja. Das wäre super. 2. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Also gut, ich springe gegen Blöcke und so. Ja klar, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir werden noch ein bisschen backtracken, weil ich will gucken, ob in den anderen Baumstämmen auch irgendwelche extra Sachen für die Babys sind. So. Kommt jetzt irgendwas? Wenn ich jetzt das hier mache? Ja, auf der Map passiert was. Ah! Hoffentlich waren da keine Toads in den Bäumen. Das ist ja voll mies. Auch die Toads tun mir ja so leid, ne? Die haben das so nicht verdient. Die müssen immer so. Was ist das? Ich frage mich echt, was mit den Röhren ab ist, ne? Oh, verbrannt, verkokelt, verbrutzelt, ne? Ich will gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Also zum Beispiel da drin. Ist doch sicher irgendwas. Ah! Ein Monster. Ja gut, irgendwas ja. Was? Tja. Ja gut. Gegen XP hab ich ja nichts einzuwenden. XP sind wichtig. XP sind fantastisch. Und oh. Wir haben ja genügend von den Teilen dabei, ne? Zack. Die Kunst ist es, nicht zu früh und nicht zu spät zu kriegen, ja? Verdammt. Es ist halt härter, wenn es. Also, je schneller das ist, desto schwerer wird es, ne? Ist klar. Wobei auch der Anfang oftmals sehr schwer ist, ne? Bis man da reinkommt, kann es dauern. Ich frage mich, wie viele HP die Typen haben. Na gut. Aber die haben jetzt nicht so das Angriffsmuster, dass es super schwer sein würde, die auszublocken oder zu dodgen. Also, läuft das. Okay.
Und XP. Und Geld. Oh yeah. Na gut, da drin war jetzt nicht unbedingt viel Cooles. Ja. Na gut. Nehmen wir wieder raus. Zack. Ich will echt gucken, ob da noch... Vielleicht sind da irgendwo irgendwelche wichtigen Items oder halt... irgendwelche coolen Items drin, ne? Aha, aha. Noch mehr grüne Panzer und... hella Cash. Nice. Tut mir leid, ich habe mir das zu Life is Strange angewöhnt. Hella. Und so. Ausschalten kann ich es ja auch nicht mehr. Das geht schon seit Monaten so. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens so gehen. Ach, so wie bei Okami damals. Schnüff, schnüff. Es ist immer cool, ein neues Lieblingsspiel zu finden. Noch mehr Items. Wieder so. Ich liebe die. Also, ich finde, das ist eine coole Idee, dass das Geld da rausfluppt. Ein Superpilz. Da rausfluppt. Und wegen. Das ist ein riesiges Münzlein. Und das wird jetzt rausfliegen, so. Hat sich doch gelohnt, für 200 Münzen, ne? Ist ja auch nicht so wenig. Okay. So, dann haben wir noch mehr. So, Zeugs. Und wieder raus. Ne? Gut, gut. Aber ich finde es echt cool, dass hier dass sowas eingebaut wird, ne? Wir haben voll die Interaction. Pilztower, sehr gut. Zwischen Babys und Erwachsenen, also. Ich frage mich echt noch, wie die Bruderaktionen so wieder aussehen werden, weil die gibt es ja in jedem Mario und Luigi-Spiel. Und da ist wahrscheinlich wieder ein Gegner. Okay. Sogar zwei Gegner. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte doch nicht flüchten. Was soll das? Nein, mein Geld! Das wollte ich doch nicht. Vergiss es! Das war echt keine Absicht vorhin, ne? Ich bin aus Versehen eins zu weit gerutscht, ne? Na gut. Roseblumen machen wir jetzt. Okay. Diesmal sollte das besser funktionieren. Jetzt einfach gucken. Bei wem einfach das Ding ist, ne? Kennen wir. 15 für... Oh! Das sind wohl eher die schwächeren Gegner. Geben trotzdem schöne XP, ne? Oh, am Ende werden die Babys früher ein Level up haben als die Erwachsenen. Das weitergeht damit. Oh, wie viel Geld habe ich denn jetzt verloren? Wir haben 502 Münzen? Nice! Na gut. Und ich glaube, am Anfang war nix. Na gut. Gehen wir weiter. Wie sieht es eigentlich unsere Gesundheit aus? Wow. Ja, klappt. Nicht so tragisch, man kann ja immer noch in einem Kampf. Der arme Toad. Im Kampf halt. Hoffentlich kann ich den zurück. Ach, nicht, dass ich den zurückverwandeln kann. Tut mir leid, Kumpel, du wirst gerecht. Wir werden die Shroobs aufhalten, Prinzessin Peach retten und alles wieder richtig umbiegen. Ne? Kennen wir. Boinks. Was macht die Röhre? Seltsam. Na gut. Oh, das ist wieder so ein X, ne? Okay. Porterröhre. Aktiviert. Und ein... Das sind Stacheln. Speicherpunkt. Sind wir da schon bei der Fabrik? Speichern und fortfahren. Das Bild da oben ist so süß. Also für euch ist das... Warte. Links. Genau. So. Ja, das ist das richtige Links, nicht das andere Links. Okay. Hallo. Fabrik voraus. Ich werde euch retten, Kumpels. Keine Angst. Ich kann nicht... Oh, ho, 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 ich retten. Das sind viele Kollegen. Bonus keiner. Ziel... Aha. Drücke mir mal den Knopf, der den Feuerball hält. Nee, wir nehmen einfach mal das hier. Das sind ein bisschen viele Gegner. Okay. Ah? Ach so, wenn ich da mit... mehr Kollegis da bin, dann haben die noch Verbrennungsbonus. Nein! Verdammt! So. Und so. Okay, das war ganz knapp. Und das war auch ganz okay. So. Na gut. Zack. Ups. Das war lame. So. Einer erledigt. Das war sehr viel gegeben, ne?
Zu früh. Doch nicht. Na gut. Ich glaube, ich habe das Timing raus. Jupp. Sowas von. Sehr gut. Aber wenn die selbst in so in uns hineinrennen, ne? Ist das immer schön. Und wir kriegen einen grünen Panzer. Oh, Mario hat ein Level-Up. Das heißt, jetzt kommen die Bartpunkte dran. So. Ja, damit. Okay. Und wir kriegen einen Bonus von 6. Yo, ist das toll oder ist das toll? Und Luigi freut sich natürlich wieder ganz toll. Und wir kriegen für Luigi einen Bonus von 6. Für das, was nicht unbedingt Ausschlag geben. Oh, die kriegen auch ein Level ab. Geben das kriegen natürlich am meisten. Ist klar. Ich glaube, bei den Babys war ich jetzt. Bin ich jetzt, glaube ich, auch bei Bart? Ich glaube schon, ne? Vor allem Babys mit Barten. Oh, 5. Nice, nice. Oh, yeah. Ach, Baby Luigi ist immer so süß. Ah, Cinnamon Roll. Too pure for this world. Too good. Nee, too good for this world. Too pure. 4. Yo. Es läuft, läuft, läuft. Es läuft super. Okay. Dann wollen wir weitermachen. Und zwar fallen die Babys in einen Gegner hinein. Könnte wieder ein bisschen dauern, aber gut. Wobei, jetzt ist unser Angriff ein bisschen höher. Könnte jetzt ein bisschen schneller gehen, ja? So. Ist also eher die Attacke, die wenig Schaden pro Schlag macht. Aber dafür gibt es halt viel von diesen wenigen Schadensticks. Also eine Art, ja, wie zum Beispiel eine Naderakete oder sowas in Pokémon. Ne? Nur bin ich zu unfähig, viele Hits zu erzielen. Ja, ja, kennen wir das alte Problem. Die alte Lei. Ich frage mich, wann wir Hammer bekommen. Oh, Mario, Baby Mario macht 6 Schaden und Baby Luigi 5 Schaden. Sehr gut. So. Ja, komm, nochmal Sprünge, dann ist das Ding platt. Seht ihr? Und wir kriegen das gleiche Experience. Alles super. Okay. Da war jetzt nichts wirklich Interessantes drin. Wollen wir weitermachen? Ich glaube, in diesem Part werden wir echt nur in den Wald erforschen, überhaupt nicht zur Fabrik kommen oder so, weil hier noch ganz viele Baumstämme und so sind. Und wieder so ein Jeans. Ich hätte gerne die Babys wieder zurück. Danke. Was haben wir denn da bekommen? Ausrüstung. Bekleidung. Die den Träger zum Berserker macht. Die ist für die Babys, ja. Das ist aber sehr schlecht für die Verteidigung. Okay, das wird verkauft. Nee, den Angriff erhöht es nur minimal, ne? Und die Verteidigung verringert es um sehr, sehr, sehr viel. Also nein. Gut, aber das ist ein bisschen Geld, ne? Okay. So, wir haben mehrere Wege zur Verfügung. Wir gehen. Oh, wieder ein Bugai. Und noch eine Pflanze. Verdammt, zu spät. Bäm. So. Elastopiranha. Na komm. Stimmt, ich kann ja wieder. Ich vergesse das einfach, ne? Dass ich da mit beiden angreifen kann. Sollte ich wahrscheinlich nicht vergessen, ne? Sollte ich nicht vergessen. Ja. Es macht mir Schaden. Ich glaube, das sollte ich nicht vergessen. Mein Gott. Ich prophezei hier ständig irgendwelche Lebensweisheiten. Das ist unglaublich. So. Also, wenn ihr irgendwie erfolgreich im Leben sein wollt, macht einfach das Umgekehrte, was ich hier tue, ne? Okay, nicht so extrem. Einige Dinge, da mache ich gute Entscheidungen. Zum Beispiel jeden Tag zeichnen trainieren, ne? Wenn ich eines Tages Commissions machen und, ja, ne, das ist gut. Training ist immer gut. Training macht den Meister und das Gewäsch. Das stimmt auch noch, leider. Ja, stell dir vor, es wäre wie ein Skyrim, wenn man sich einfach das Zeugs erkaufen kann. Boah. Ja, ich habe heute mal 200 Gold gezahlt und jetzt kann ich voll gut schleichen und so. Ach, das wäre super. Und wir kriegen einen Pilz. So.
So, wir müssen jetzt aber heilen, denn Mario hat nur 5 KP und das gefällt mir gar nicht. Jo, na komm. Dann geben wir Mario hier noch ein bisschen was. Sehr gut. Okay. Was sagst du denn? Sagst du was? Nee, der ist nur Deko. Der ist ganz erstarrt. Ist hier was? Nö. Oh, aber das ist echt creepy mit den Toads, ne? Oh. Wenn jetzt geht die Tür zu oder so was. Was hat das eigentlich mit den Röhren auf sich? Hm, gut. Ach, ich komme da nicht mal hin, weil das noch gar nicht gedingselt ist. Na gut. Ah, ich sehe, das sind zwei Schaltzentralen. Mhm. Was steht denn da? Reisetipps. Reist auf der schwebenden Plattform, um dornige Pfade zu überwinden. Wenn ihr einen Block anstoßt, sollte sich die schwebende Plattform in Bewegung setzen. Toad Forst, Försterbüro. Warum geht's spitz in so einem Wald in the first place, ne? Haha, ich hab doch gewusst, dass du Gegner bist. Ich meine, das ist doch sehr verantwortungslos, ne? Einfach Spitzen in den Wald hinstellen. Ist ja nicht so, als ob es Leute gibt, die wandern wollen, ohne dass ihnen irgendwas passiert. Wobei, ist ja natürlich wieder das Mario-Universum. Das ist dann halt immer so eine Sache, ne? So. Aber trotzdem. Boings. Das erinnert schon langsam an ein Oddworld-Spiel. Passiert, ne? Und. Zack. Ja, die Dinge sind dann gleich nach 3 Schlägen oder so platt. Verdammt, zu früh. Und. Auch der Kollege muss bald dran glauben. So. Ich muss es nicht mehr sagen. Also, Baby, Luigi. Ich krieg's einfach hin, ne? 420. Ja, Brosblume. Ja, sehr gut. Okay. Und scheinbar hat mir gerade jemand geschrieben, was natürlich was Schönes ist, ja. Nur... Oh. Kann ich momentan nicht gucken, was da geschrieben wurde, denn ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, ne? Mit Videospiele spielen. Mit Let's Play, so. Okay, dann wollen wir mal die Erwachsenen auf die Plattform stellen. Sind beide drauf. Und mit den Babys. Okay. Und stopp. Dann können wir hier gucken, was hier ist. Natürlich. Dieser wunderbare... ein Sparorden. Das ist natürlich was sehr Praktisches. Das hätte ich auch gern im richtigen Leben. So ein Sparorden, wäre das nicht... Wäre das nicht super? Nee, das wäre fantastisch. Und stopp. So. Und natürlich renne ich prompt in einen Gegner hinein. Ja, wenn noch jemand angreift. Hm. Nein, doch nicht. Und naja, gut, dass die Piranha-Pflanzen hier langsam sind. Okay. Ich frage mich aber immer noch, was es mit dem ersten grünen Alien-Monster-Teil da auf sich hat, ne? Ist das ein ganz besonderer Schub? Hat der irgendwie eine Bewandtnis? Und so, also, ne? Was ist mit Peach passiert? Wo ist sie? Was wollen die Aliens mit ihr? Und, Critted. Und warum sah die Königin der Aliens, Prinzessin, was auch immer die ist, diese Schubine da, warum sah die so ähnlich aus? Und zwar bevor sie noch Peach getroffen hat. Und vor allem... Vielleicht ist es am Ende wieder so ein Timeline-Gedöns, dass das nicht passiert ist, genau weil wir damals in die Vergangenheit gereist sind, um das halt abzuhalten, ne? Weil das gibt's ja auch, von wegen, es ist halt so der Stable Time Loop. One-Up-Bills, nice. Kann ja auch sein, ne? Gut. So, wir gehen weiter. Hm. Okay. Ich würde sagen, gut, ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Episode weiter. Okay, keine Gegner. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.